Yo, was geht ab, meine lieben Freunde der zerstörerischen Unterhaltung? Und ja, ich habe mich heute tatsächlich mal wieder vor die Kamera getraut. Wenn ihr das cool findet, könnt ihr ja mal einen Daumen droppen. Und sagen wir mal, ab 500 Daumen hoch kommt wieder ein Video mit mir. Auf jeden Fall droppen wir heute was, was ich schon mal vor einiger Zeit gedroppt habe. Allerdings habe ich das da ohne Messer gedroppt, und zwar ein Frusenball. Ich verlinke euch das alte Video mal hier oben. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das ja gerne nochmal gönnen. Und für die Leute, die neu hier sind und absolut gar keine Ahnung haben, was hier gleich passiert, ich zeige euch das mal kurz. Und zwar habe ich hier ein Gestell und da kommt hier oben eine 6 Kilogramm schwere Stahlkugel rein und die fällt dann hier runter auf das Objekt, was wir da platzieren. Und in diesem Fall wird das heute dieser Frusenball sein. In diesen Schraubstock wird dieses Messer noch eingespannt. Die Kugel schlägt dann auf den Messerrücken und ja, mal sehen, was passiert. Entweder der Ball hält Widerstand oder der Ball hat gar keine Chance und es macht Boom. Ich erstelle euch dazu mal eine Umfrage. Könnt ihr ja mal hier oben abstimmen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Drop und wir schauen mal, was passiert. Los geht es und Drop on. 3, 2, 1, 0. Okay Leute, das war auf jeden Fall etwas gefährlich, also macht sowas bitte nicht nach. Wir haben das Messer nicht ganz getroffen und deshalb hat es den Ball zu mir nach vorne geschnickt. Ja, nicht so geil. Wir werden das Ganze jetzt auf jeden Fall nochmal wiederholen und schauen, ob wir das beim zweiten Versuch besser hinbekommen. So, mal die Kugel holen. Alter, ist das gefährlich. Scheiße. So, auf zu Versuch Nummer 2. Jo Leute, also ich würde sagen, das war doch mal ein wunderschöner Volltreffer. Wir haben diesen Ball hier wunderschön filetiert mit diesem wunderschönen Messer, was sogar noch heiler ist. Ist nicht wirklich viel damit passiert. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da. Bei 500 wage ich mich nochmal wieder vor die Kamera. Jo, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!